Hallo meine lieben Freunde meines Kanals, schön, dass ihr bei diesem Video wieder mit dabei seid. Heute haben wir wieder ganz viele kleine einzelne Telefonschnipsel, die nicht so einzeln für ein ganzes Video gereicht haben. Doch trotzdem hört man ziemlich gut raus, was wir da für Betrüger am Telefon haben. Jede Menge unterirdische Leute, die euch das Geld aus der Tasche ziehen wollen und nicht damit aufhören. Wir haben hier tatsächlich mehrere tausend Anrufe schon auf der Leitung gehabt und ca. 1000 Telefonate tatsächlich schon entgegengenommen. Einen Teil davon hört ihr jetzt wieder. Bitte? Guten Morgen. Hallo, guten Tag, Herr Gaston. Ja, Gaston. Was? Wen möchten Sie sprechen? Den Herrn Briefkasten wollte sie sprechen. Vielleicht ist ihr dann wohl direkt selbst aufgefallen, dass es so einen Namen wohl nicht gibt. Wieder so ein Indiz dafür, dass die Anrufer selber vor vollendeten Tatsachen gestellt werden und ein Telefonautomat für die Betrüger anruft und die, sobald sie es vorlesen, erst merken, wen sie da genau am Telefon haben. Ja. Guten Morgen. Hallo. Wie? Nowak ist mein Name. Vorbei, ne? Naja, kann man auch, auch so sagen. Ja, schauen Sie mal, Sie haben sich bei uns eingetragen unter so einem ziemlich merkwürdigen Namen. Ich weiß nicht, wie soll ich Sie ansprechen? Ja, weiß ich nicht, was haben Sie denn da stehen? Knusprig, knusprig. Na, sehen Sie. Okay, schauen Sie mal. Bei uns, also interessiert für den automatischen Handel. Besteht immer noch Interesse, oder nicht? Nein. Okay, dann ich wünsche Ihnen schönen Tag noch, lieber Herr Knusprig. Schönen Tag noch, tschüss. Ja Mensch, mal wieder einer von der netten Sorte. Genau so verabschiedet man sich. Ich meine, dass der jetzt hier natürlich nicht von einer seriösen Firma angerufen hat, das kann man sich, glaube ich, wieder so schon alleine, wie er gesprochen hat, denken. Ja, aber so gehört sich's ja nun mal eigentlich, dass man sich dann vernünftig von seinen Kunden verabschiedet, die dann eben kein Interesse mehr an dem ganzen Projekt haben. Tja. Einfach nur der blanke Wahnsinn. Übrigens, auf TikTok findet ihr auch ganz viele Kurzvideos. Könnt ihr vielleicht auch mal direkt vorbeischauen, wenn ihr auch ein TikTok-Profil habt. Den Link dazu findet ihr in der Videobeschreibung oder direkt auf der Kanalhauptseite. Guten Tag. Hallo? Ja. Gustav? Nee, Gustav, guten Tag. Hallo? Ja, würden Sie mich bitte bei meinem Nachnamen ansprechen? Wie bitte? Ja, ob Sie mich bitte mal bei meinem Nachnamen ansprechen würden, wenn Sie mit mir weiterreden möchten. Ich möchte mit Sie sprechen, mit Gustav Kotz, okay? Ja, genau. Den Nachnamen bitte. Okay. So, jetzt, ich bin Ihre Kontomanager und ich kann Sie assistieren, um Ihre Konto aktivieren. Sie haben ein Investitionskonto, Ihre Offenheit. Ja? Bitte? Was für ein Konto und was für ein Kontomanager? Ja, Sie haben ein Investitionskonto eröffnet bei uns. Aha, was denn für ein Konto? Investitionskonto. Was ist das? Geld zu verdienen auf dem Finanzmarkt. Und wozu brauche ich sowas? Wie bitte? Ja, wozu brauche ich denn sowas? So, möchten Sie jetzt Ihr Konto aktiviert oder nicht? Ich frage mich eigentlich, warum Sie mich anrufen. Und weil Sie haben ein Investitionskonto eröffnet bei uns. Aha, habe ich das? Ja, wann denn? Möchten Sie jetzt Ihr Konto aktiviert? Können Sie auf Fragen antworten? Welche Frage? Ja, wann denn? Wenn Sie auch zuhören. Vor 3 Tage. Vor 3 Tagen? Aha. Ja, 3 Tage. Oh, ist schon eine starke Story. Okay, ich möchte mit Sirius Leute sprechen. Schönen Tag noch, tschüss. Naja, sehen Sie, dann brauchen Sie ja selber nicht telefonieren, weil Sie sind ja nicht seriös. Okay, tschüss. Ja. Na, was denn, du findest das rote Knöpfchen nicht, oder was? Ist ja interessant. Er möchte mit seriösen Leuten sprechen. Also, in seinen Augen sind seriöse Leute dann wohl Menschen, die sich von ihm bescheißen lassen. Und ja, wo er dann Erfolg hat, die Kohle abzugrasen. Ich kann's nicht anders ausdrücken. Es ist einfach nur ekelhaft und widerlich. Tja, immerhin hat er's ja relativ schnell aufgegeben. Aber man muss sich ja mal vorstellen, dass in der Realität die Gespräche ja dann doch vielleicht das ein oder andere Mal ein bisschen besser verlaufen. Also für die Betrüger. Weil der Kunde, also das vermeintliche Opfer, da halt zuhört bei dem, was er da sagt. Und genau da ist das Problem. Man sollte eigentlich gar nicht erst zuhören, wenn so einer anruft, sondern man sollte direkt einfach kommentarlos auflegen. Das ist das Einfachste, was man machen kann. Vielleicht kann man den noch Betrüger ins Telefon brüllen, aber am Ende hat man davon vielleicht nur Telefonterror gewonnen. Und das wollt ihr auf eurer privaten Leitung sicherlich nicht haben. Hallo? Hallo, guten Tag. Ja, guten Tag. Mein Name ist
in Mai. Ich rufe Sie von Prism Capital an. Sie haben sich für Onlinehandel auf dem Finanzmarkt interessiert. War das noch aktuell für Sie? Wen möchten Sie denn sprechen? Mein Name ist Iren Meyer von Prism Capital. Ja, und wen möchten Sie dran haben? Bitte? Ja, mit wem Sie sprechen möchten? Herr Carsten. Ach so. Sie haben sich für Handel auf dem Finanzmarkt interessiert. Wäre es noch aktuell? Nee. Nicht mehr. Haben Sie Erfahrung in diesem Bereich? Wieso möchten Sie das wissen? Muss Ihnen da jetzt erst jemand wieder was vorsagen? Oder warum machen Sie immer Ihr Mikrofon aus? Wie ich schon gesagt habe, Sie sind angemeldet. Wie bitte? Können Sie mal nicht immer Ihr Mikrofon ausmachen? Wie ich schon gesagt habe, Sie sind angemeldet. Aha. Wer war das denn? Was meinen Sie, wann war das denn? Ja, warum machen Sie mal Ihr Mikrofon aus? Wenn Sie mich nicht unterbrechen, ich würde gerne alle Ihre Fragen beantworten. Ich warte auf die Antwort, aber Sie machen ja nur das Mikrofon aus. Ich habe Sie gefragt, ob Sie Erfahrung in diesem Bereich haben, ob Sie früher gehandelt haben. Und ich habe Sie gefragt, warum Sie das wissen möchten. Bitte? Und ich habe Sie gefragt, warum Sie das wissen möchten. Und die zweite Frage war, warum Sie Ihr Mikrofon permanent ausmachen. Sie haben sich bei uns angemeldet, deswegen rufe ich Sie an. Meine Frage ist, ob Sie mit dem Handel schon beschäftigt haben oder ja, nicht. Aber ich habe eine neue Frage. Können Sie eigentlich auch Fragen beantworten? Ich würde gerne die Frage beantworten. Ja, dann beantworten Sie doch mal die Frage, wenn Sie die gerne beantworten würden. Herr Carsten, das war ein bisschen unhöflich von Ihnen so zu sprechen. Ja, schön. Sie haben sich angemeldet und ich würde gerne wissen, was passierte, dass Sie sich... Und ich würde gerne wissen, ob Sie Deutsch verstehen und auch mal auf meine Fragen eingehen können oder ob Sie da eigentlich nur das weitererzählen, was Sie da so erzählen. Wenn Sie näher am Telefon sprechen, ich würde gerne Ihre Fragen hören. Na dann los. Nur beantworte doch mal die Fragen. Ich habe sie doch nur schon so oft gestellt. Können Sie mich hören? Ja, aber weiß ich nicht. Ist komisch. Hören Sie mich nicht? Doch. Aber Sie machen ja permanent Ihr Mikrofon aus und das finde ich seltsam. Sie sagen ja dann ewig nichts. Sie haben sich angemeldet und ich würde gerne wissen, ob Sie bereit sind anzufangen oder haben Sie schon gehandelt? Na, die Frage habe ich Ihnen doch vorhin schon beantwortet. Wie ich schon gesagt habe, wenn Sie näher am Telefon sprechen, würde ich Sie gerne hören. Also ich weiß nicht, was bei dir kaputt ist, aber vielleicht machst du mal einen Krach im Hintergrund aus, dann könntest du vielleicht auch was verstehen. Also näher am Telefon sprechen heißt, dass Sie das Handy näher mit Ihrem... Da soll ich mir das Telefon im Mund stecken, oder was? Und... Hast du ein bisschen lauter sprechen. Ja, das heißt das Telefon. Ja, so. Ja, so, so ist besser. Danke. Ja, prima. Okay, Herr Carsten. Wie ich schon gefragt habe, haben Sie Erfahrung in diesem Bereich oder haben Sie noch vor, anzufangen? Habe ich Ihnen doch bereits beantwortet. Können Sie bitte wiederholen, was Sie gesagt haben? Nee, habe ich schon 10-mal wiederholt jetzt oder so. Wie alt sind Sie, Herr Carsten? Antworten Sie auch auf Fragen oder stellen Sie nur Fragen? Ich glaube, wir kommunizieren sehr gut mit Fragen, oder? Nee, ich glaube, Sie wissen gar nicht, was Kommunikation ist, weil Kommunikation funktioniert in beiden Richtungen und nicht nur in eine. Kommunikation ist, dass niemand einander unterbricht, oder? Naja, funktioniert doch prima, oder nicht? Wenigstens. Wenn ich richtig verstanden habe, haben Sie nicht vor, auf dem Finanzmarkt zu arbeiten. Heißt das, dass Sie schon ein Handelskonto aktiviert haben, oder haben Sie nicht? Nee, ich bin einfach reich und brauche das Geld nicht. Bitte? Danke. Okay, ich glaube, wenn ich Sie später anrufe, wird die Verbindung besser oder werden Sie ein bisschen lauter sprechen. Leider höre ich Sie nicht, deswegen... Ja, aha. Ja, vielleicht sollten Sie einfach mal den Krach da im Hintergrund abstellen, weil dann würden Sie... Also manchmal verstehe ich diese Gespräche irgendwie überhaupt nicht. Tja, sie rufen bei ihnen an und hören überhaupt nicht zu. Wenn man Fragen stellt, quatschen sie dazwischen und sagen aber, man soll denen nicht ins Wort fallen. Es ergibt keinen Sinn. Es ist einfach nur unfassbar dumm. Ich finde da keine Worte für. Es ist fragwürdig. Absolut fragwürdig, warum da Menschen ihr Geld einzahlen. Ich meine, die kann ja hier vielleicht auch höflich und nett sein, aber... Naja, sie war ja auch der Meinung, dass ich nicht höflich und nett bin. Ich war ja unfreundlich. Ich frage mich zwar an welcher Stelle, aber gut, das
Hört man ja immer mal wieder von den Betrügern. Ich verstehe nur einfach nicht, warum das funktioniert. Warum da Leute ihr Geld einzahlen. Das ist doch unfassbar. Also es ist ganz wichtig, dass wir da wirklich alle Menschen drüber aufklären. Entweder, dass ihr die Videos einfach teilt oder auch alle mit der Familie einfach drüber sprechen. Das ist zumindest schon mal ein Anfang. Nur drüber erzählen, dass es eben solchen Telefonbetrug gibt. Umso mehr Menschen wir da eben auch drüber aufklären, umso weniger fallen da hoffentlich drauf rein. Ja, die beste Methode ist definitiv direkt auflegen, wenn man so jemanden am Telefon hat. Das ist das Einzige, wie man sich da wirklich verschützen kann. Tja, ich meine, gut, man muss ja nur sein Geld nicht überweisen. Ja, aber man möchte auch diese Anrufe, glaube ich, nicht auf seiner Leitung haben. Ja. Hallo. Ja. Ja. Erinnern Sie sich an mich? Sie sind der Betrüger. Nein. Doch. Ich bin Ihr Freund. Nee. Doch. Mhm. Mhm. Schlafen Sie noch? Nee. Okay. So, wie geht es Ihnen? Ja, und warum hinterlassen Sie immer die Daten unter verschiedenen Nachnamen und Vornamen? Na, damit die Betrüger bei mir anrufen und ihre Zeit verplempern. Nein, das ist nicht so. Doch. Ja, also... Das ist der Grund. Ja, sprechen Sie jetzt über mich oder über andere Firmen? Nee, über dich. Du bist Betrüger. Nein. Doch. Nein. Du hast zweimal mehr wie du. Also, ich denke, dass Sie Betrüger sind. Hallo. Ich hab zweimal mehr wie du. Ja, was haben Sie gesagt? Mhm. Ja, also wie gesagt, ich denke, dass Sie Betrüger sind. Ja, ist egal. Okay, mir ist auch egal. Ja. Abschaum bleibt Abschaum. Ja. So, wollten Sie diese Daten löschen? Nee. Warum? Ja, vielleicht ruft ihr nochmal an. Meistens seid ihr ja so blöd und ruft dann noch ein zweites Mal an. Ja, und wann muss ich Sie anrufen? Ist mir egal. Ja, also in einer Minute oder? Nö. Wann haben Sie frei? Verrate ich nicht. Ja, und wann haben Sie frei? Also wann können wir mit Ihnen einen Termin vereinbaren? Verrate ich nicht. Ja, in 10 Minuten? Nee, in 4 Stunden können wir einen neuen Termin vereinbaren. Dann musst du in 4 Stunden anrufen und dann machen wir einen neuen Termin aus. Ja, und warum in 4 Stunden? Haben Sie jetzt keine Zeit? Will ich nicht. Hab grad keine Lust. Warum? Was passiert? Glaube ich nicht. Okay, verstanden. Tja, der absolute Wahnsinn nimmt tatsächlich kein Ende. Ich sag's ja immer wieder. Es rufen die Leute einfach hier schon mittlerweile aus lauter Langeweile an. Warum auch immer. Ich weiß nicht, was die einem da genau sagen wollen und zu was das genau dienen soll. Eigentlich verplempern die nur selber ihre Zeit. Ja, und eigentlich ist es ja, also zumindest aus deren Perspektive ja auch theoretisch gesehen, wertvolle Zeit. Also Zeit, in denen die weiter Leute betrügen könnten. Tja. Ich kann mir einfach nur nicht vorstellen, dass das einfach so weiter und weiter funktioniert. Tja, ich meine, der kann wenigstens so tun, als wäre er ein bisschen seriös, habe ich das Gefühl. Aber im Grunde genommen, tja, verhält er sich ja auch nur wie ein Betrüger. Absolut unterirdisch und irgendwie wird's auch immer schlimmer, habe ich das Gefühl. Ja. Hallo, spreche ich mit Herr Kasten? Mhm. Herr Kasten, ich melde mich bei Besuch für die Kryptoregistrierung von Ihnen. Mhm. Wenn Sie haben daran Interesse, ich werde über weitere Schritte Informationen geben. Aha. Okay, ich werde Ihnen erklären, unsere Dienstleistungen, die wir unseren Kunden anbieten, okay? Mhm. Wir haben 3 Investitionen hier. Na, Mindestanlage ist 250 Euro, dann ist 500 Euro und dann ist 1000 Euro. Mhm. Das ist, um ein aktives Konto auf dem Finanzmarkt zu haben. Damit erhalten Sie ein
automatische Software, das für Sie ganz eigenständig kauft und verkauft, durch algorithmische Statistiken. Mhm. Und mit diesem Programm können Sie per Woche von 15 bis 30% verdienen in der Investition. Warum haben Sie das Registration gemacht? Also haben Sie etwas Erfahrung in Online-Handel? Hallo. Hören Sie mich? Nee, die Musik ist sehr laut. Haben Sie etwas Erfahrung in Krypto oder auf Online-Handel? Nee, ich habe aber gerade überhaupt nicht verstanden, was Sie gesagt haben. Okay, haben Sie WhatsApp? Herr Kasten? Ja? Haben Sie WhatsApp? Hören Sie mich? Hallo? Hören Sie? Ganz schlecht. Haben Sie WhatsApp? Hallo? Yippie-aye, Schweinebacke, so sieht's aus. Wenn man nicht auf deren Frage antwortet und ja, die Frage mit dem WhatsApp einfach unbeantwortet lässt, ja, dann muss man das Gespräch schon abbrechen, weil das Skript dann wohl nicht mehr passt. Ich weiß es nicht. Also, ich kann euch immer nur wieder warnen. Finger weg von WhatsApp-Maschen. Denn wenn die einmal eure Handynummer auch noch haben, zu der Festnetznummer vielleicht, tja, dann nerven die euch da auch noch. Und in WhatsApp kann man euch auch Daten senden, wo ihr draufklicken könnt und diese Daten dann einfach öffnet. In einer Bilddatei kann man einen Trojaner verstecken. Oder ein Virus oder wie auch immer. Da kenne ich mich nicht ganz so gut aus, ist nicht mein Fachgebiet. Aber ich weiß, dass man in Bilddateien und in Links überall Viren und Trojaner verstecken kann, die dann irgendwelche unheimlichen Dinge mit eurem PC oder mit eurem Handy vielleicht anstellen. Tja, und genau sowas will man ja verhindern. Dementsprechend, ja, nehmt die auf keinen Fall in WhatsApp auf. Denn, naja, im schlimmsten Fall habt ihr dann weitere Probleme, die ihr, ja, noch zusätzlich beheben müsst. Hallo? Hallo? Ja. Guten Tag. Guten Tag. Thomas Andersson am Telefon, spricht mit Herr Knull. Thomas Anders, also von hier Sherry, Lady, oder wie heißen die? Ich weiß es nicht. Der Thomas Anders? Ich bin ein Experte von Finanzmarkt, Herr Knull. Aber ich dachte, Sie singen. Sie heißen doch Thomas Anders, oder sind Sie ein anderer Thomas Anders? Ja. Ja, also sind Sie ein bisschen anders. Ja. Ja. Würde ich fragen, beschäftigen Sie sich mit Onlinehandel? Haben Sie Erfahrung mit Trading in der letzten Zeit? Nee. Zum Beispiel mit Bitcoin? Finanzmarkt? Nee, da habe ich keine Ahnung. Keine Ahnung. Kein Interesse? Nee. Schön. Was? Alles klar, ciao. Sie nuscheln so, ich verstehe Sie so schlecht. Hallo? Ja, guten Tag. Ja, guten Tag. Mit wem spreche ich da bitte? Mit Patrick Carlson. Patrick Carlson, vom Dach, ja. Herr Carlson. Es wird immer ein bisschen verrückter. Tja, der Thomas Anders am Telefon. Tja. Also, ich weiß nicht, ob die immer kreativer oder immer dümmer bei der Namensfindung werden. Auf jeden Fall hat das hier nichts mehr mit Seriosität zu tun. Der Name, der ist definitiv ausgedacht. Also, tja, nee, der kann nicht echt sein. Schauen wir mal zum nächsten Betrüger, wie der sich so schlägt. Hallo? Ja, ja, hallo, guten Tag. Ja. Sprich mit der Reininger? Ja. Wie geht's Ihnen? Alles gut? Wie heißen Sie denn? Wie heißen Sie bitte? Mit wem spreche ich? Sie. Wie heißen Sie? Haben wir doch schon geklärt. Wie heißen Sie? Wie ist dein Name? Name nach Name. Also ein Name. Da. Ja? Das ist mir jetzt ein bisschen zu doof. Tut mir leid. Ich möchte mich mit sowas Primitives nicht unterhalten. Hello, mate. Can you say me your name? What is your name? Ich glaube, dir fehlt irgendwie was. Also wegen der Coronavirus.
Also mal davon abgesehen, dass dieses Gespräch ja wohl wirklich wieder für die Mülltonne war, ihr habt im Hintergrund vielleicht auch gerade noch den einen netten Mitarbeiter schreien hören, der wohl wieder einen Kunden oder ein anderes potenzielles Betrugsopfer ordentlich am Telefon angebrüllt hat. Tja, es ist einfach nur absolut Wahnsinn, dass die es immer wieder schaffen, hier einfach auf Masse anzurufen und damit tatsächlich auch durchkommen. Es ist traurig. Ja. Hallo? Hallo? Ja, mit wem spreche ich bitte? Mit denen, den Sie angerufen haben. Wie ist dein Name? Ich wollte mit Henry sprechen. Ja. Sind Sie Henry? Nee, das Warum ist mein Vorname. Wie ist dein Name? Henry ist mein Vorname. Und so haben Sie mich sprechen mit Ihnen. Selber vorstellen. So. Bist du ein Gay? Wie heißen Sie denn? Michaela. Was? Michaela. Weiter? Ja. Ich melde mich vom Bahnhof. Haben Sie gesehen, der Bahnhof? Ja. Es fehlt irgendwie eine Schraube im Gehirn, kann das sein? Weg dich, du Arschloch. Ja? Ja, und hier haben wir wieder den besten Beweis dafür, dass wir hier nur mit Kakerlaken sprechen und nicht mit normalen Menschen, denn das ist absolut unterirdisch. Das ist das Personal, das euch vom Finanzmarkt anruft und Geld von euch möchte, um es dann ja am Finanzmarkt bei einer Bank zu investieren oder über eine Bank zu investieren. Die rufen ja angeblich von einer Tradingbank an. Ja, ich meine, hat schon was. Zur Unterhaltung dient das auf jeden Fall. Seine Stimme verstellen kann er ja auch ganz nett. Aber mit Seriosität hat das auf dem Finanzmarkt ja nun wirklich nichts mehr zu tun. Tja, ich verstehe es nicht. Ich meine, wenn die nun schon die Leute betrügen, kann man es denn nicht wenigstens seriös probieren? Das ist wahrscheinlich schon besser, dass die so drauf sind. Denn so vermuten die auf jeden Fall hinter jedem Betrugsopfer dann vielleicht doch einen Scambaiter und enttarnen sich dann ziemlich schnell selbst. Ich hoffe, dass wir da auf jeden Fall so richtig finanziell einen Schaden anrichten und ordentlich für Störung sorgen. Hallo? 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 Und das war wieder einer von den englischen Leuten, die uns hier auf der Leitung nerven wollten, obwohl sie ja eigentlich wüssten oder wissen, dass sie in Deutschland anrufen. Guten Tag, hier ist die Firma Eurocollect aus Monheim am Rhein. Wir konnten Sie leider telefonisch nicht erreichen und haben Ihnen daher ein wichtiges Schreiben mit Inkassosache per E-Mail übersandt. Bitte schauen Sie auch in Ihren Spam-Ordner. Vielen Dank für Ihr Verständnis. Kennt ihr noch die Aufzeichnung von dieser gruseligen Stimme, die wir mal hatten? Ist schon ein bisschen länger her hier auf dem Kanal. Vielleicht findet mal einer von euch den Link und kann ihn mal unten drunter posten. Ich weiß es jetzt tatsächlich gerade nicht. Es ist Wahnsinn. Wir hatten da tatsächlich mal eine gruseligere Stimme dran, die genau den gleichen Text von dieser ja, angeblichen Inkassofirma durchgesagt hat. Die E-Mail habe ich leider nicht gefunden, die er jetzt hier erwähnt hat, da ich einfach viel zu viele E-Mails bekomme. Es ist tatsächlich nicht so einfach, da den Überblick zu behalten, wenn man so viele E-Mails am Tag bekommt. Ja, aber ja, ich hatte mal ein Infovideo dazu, das weiß ich noch, dass ich den Telefonanruf gezeigt habe und auch die passende E-Mail dazu, die man denn da angeblich geschickt hat. Also von irgendeinem Schuldenservice NRW, bla, keine Ahnung. Hier haben sie jetzt tatsächlich mal eine neue Variante, die sich dann doch deutlich professioneller anhört als dieses Drohsprechen, was wir da mal hatten, von dem Automat. Aber ist schon interessant, ihr werdet angerufen und habt so eine automatische Stimme dran und danach beendet das System dann automatisch den Anruf. Tja, das soll euch dazu bewegen, euch jetzt zu eurem E-Mail-Postfach zu bewegen und dann danach zu schauen, um dann eventuell irgendwelche Forderungen zu bezahlen, die es eigentlich nie gab. Ja, hallo, guten Tag, hier spricht der Antonio Cortez, ich melde mich von der Hot Capital FX. Spreche gerne mit dem Herr Toffel, bitte. Ja, Herr Toffel, Grund meines Anrufes zum Folgenden, es geht es um Ihren Account, den Sie bei uns eröffnet haben, aber das haben Sie so inaktiv liegen lassen, Herr Toffel. Richtig. Ja, Herr Toffel, ich wollte Sie erstmal nur herzlich willkommen heißen
und wollte gerne nochmal wissen, haben Sie schon also wenigermaßen Erfahrungen gesammelt oder wie ist es schon bei Ihnen gelaufen? Ich habe da kein Interesse an Ihnen. Wieso würden Sie fragen darf, Herr Toffel? Ja, weil das alles unseriös ist. Unseriös? Wieso denken Sie, dass es unseriös ist? Nicht denken, das ist Wissen. Ich habe mir Ihre Seite angeschaut, ist nicht seriös. Okay. Herr Toffel, ich sende Ihnen meine Kontaktdaten, damit Sie wissen, mit wem Sie zu tun haben, weil ich weiß nicht, mit wem Sie gesprochen haben. Aber bei der Hot Capital FX werden Sie sehen dadurch, mit wem Sie zu tun haben. Ich weiß nicht, ob Sie es also richtig bei uns gelandet sind. Ich weiß, mit wem ich zu tun habe, mit bandenmäßigen Betrügern. Wer hat das gesagt? Ich. Das kann nicht sein. Doch, vielleicht haben Sie auch schlechte Erfahrungen. Nee, okay, ich schicke Ihnen meine Kontaktdaten und schauen Sie mal. Nein, nicht, brauche ich nicht. Okay, dann ist kein Problem. Danke nochmal. Bisschen hartnäckig war er ja schon. Tja, aber es macht ihn nicht seriöser. Nur wenn man eine Lüge oft genug wiederholt, wird sie nicht zur Wahrheit, auch wenn sie dann viele Menschen, ja, scheinbar leider glauben. So ist es ja nun mal mit den Betrügern, die wir hier immer wieder dran haben. Die wiederholen einfach ihr Skript und, ja, versuchen es immer und immer und immer wieder. Aber es bleibt trotzdem nichts anderes als, ja, krimineller Bandenbetrug. Und gewerblicher Bandenbetrug vor allem auch. Gewerbsmäßig. Es ist einfach Betrug, was sie da versuchen. Hier hat das noch nicht gemacht, aber sie versuchen es ja dann im folgenden Gespräch. Das ganze Telefonat dürfte eigentlich nicht existieren, denn eine Anruferlaubnis für ihre Kaltakquise, also Werbung, ja, ohne Erlaubnis, haben sie von mir nicht bekommen. Also die dürfen bei mir keine Werbung machen. Eine Kaltakquise ist, wenn ich dem nicht zugestimmt habe. Tja, ein warmer Anruf wäre, wenn ich das erlaubt habe, das Gespräch. Dann weiß ich, was da kommt oder kommen könnte. Hier konnte ich mich theoretisch nicht mal drauf vorbereiten. Es klingelt einfach das Telefon und ihr habt irgendwelche Finanzklopse dran am Apparat. Ja, das war dann auch wieder der gesamte Inhalt des Gesprächs. Einfach im Hintergrund wahnsinnig laut, ich melde mich mit am Telefon und die nette Dame macht mich einfach nach. Ja, kann ja nur ein ganz seriöses Unternehmen gewesen sein, wovon die sich gemeldet hat. Tja, ich verstehe es einfach nicht. Tja, aber es scheint ja zu funktionieren, ne? Ja, bitte? New Authority. Rabatte auf Produkte in unserer App zur Verbesserung der Männergesundheit. Über diesen Link her hinterladen https://bit.ly/3jhbjtw. Ja, und auch hier haben wir wieder so einen netten, gruseligen Automaten dran gehabt. Das war wohl wieder der Automat von der Schwanzpillenkapselfirma, die uns irgendwelche Potenzmittel verkaufen will. Erektron aktiv oder wie das Ganze heißt. Aber so richtig verstehen kann man das auch nach mehrfachem Wiederholen nicht, was der Automat da eigentlich von sich gibt. Ja, guten Tag. Hallo? Hallo? Ja. Einen schönen guten Tag. Mein Name ist Vanessa Jones, ich grüße Sie. Ich melde mich von der Firma Investing Academy, ja? Hallo? Ja, was denn? Ich melde mich von der Firma Investing Academy. Wir haben Ihre Daten bekommen. Da Sie Interesse gezeigt über Online-Handel, Online-Trading. Wenn ich fragen darf, haben Sie gehört? Was? Noch einmal bitte? Daten bekommen? Sie haben eine Anmeldung. Sie haben eine Anmeldung über meine Unternehmer gehabt, ja? Ja, woher haben Sie die Daten bekommen? Ich möchte ein paar wichtige Informationen. Da reicht also die Intelligenz nicht mal für eine Frage aus, oder wie? Wo haben Sie denn dich aufgegabelt? Ich möchte ein paar wichtige Informationen mitteilen, wie die ganze Arbeit funktioniert. Also, liebe Zuhörer, genau so hört sich das an, wenn ein Kind vom Wickeltisch gefallen ist. Und von daher passt immer schön auf, dass ihr links und rechts wenigstens wie so ein U einmal da so ringsrum so eine Wurst macht mit einer Decke, damit die Kinder nicht runterfallen können, wenn die kleinen sind, weil dann genau sowas dabei rauskommt. Genau sowas kommt dann dabei raus. So, wollen wir jetzt weitermachen? Einen Moment bitte. Sie haben Interesse gezeigt über meine Unternehmen, ja? Nee. Was? Wasser ist Sie haben Interesse gezeigt über meine Unternehmen. Deswegen, ich habe gerade angerufen, weil ich möchte ein Sie paar wichtige Informationen. Wie haben Sie denn das gezeigt?
Wenn ich fragen darf, haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel, Online-Trading? Ja, dürfen Sie nicht fragen. Einen Moment bitte. Haben Sie Erfahrung mit Onlinehandel, Online-Trading? Habe ich doch gerade beantwortet. Haben Sie gute oder schlechte Erfahrung? Ei. Naja, wahrscheinlich war es auch die Schaukel zu nah an der Hauswand. Okay. Ganzen Sie auf der Leitung. Ich verbinde mit unseren Experten und er werde alle erklären, wie die ganze Arbeit funktioniert, ja? Na, dann bin ich mal gespannt. Okay. Ja, hallo? Ja, was war denn das hier gerade für eine Verstrahlte? Die kann ja gar nichts. Und du kannst das auch nicht mehr, oder wie? Nochmal ganz langsam zum Mitschreiben. Das sind Anrufer vom Finanzmarkt, von einer Tradingbank, wo ihr Geld investieren und anlegen sollt und denen in Treuhand übergebt. Ja, Wahnsinn. Also, manchmal bin ich wirklich verwirrt und weiß gar nicht, was das Gespräch bringen soll. Tja, und umso schockierter bin ich jedes Mal, dass da trotzdem Leute Geld einzahlen. Es tut mir einfach unfassbar leid, dass da Menschen ihr Geld einzahlen. Ich verstehe wirklich nicht, was bei jemandem falsch läuft, dass man ja sich dazu bewegen lässt, hier das für seriös zu befinden und sein Geld drin zu versenken. Das ist doch einfach nur noch ganz, ganz traurig. Nun stellt euch mal vor, es wäre jemand aus eurer Familie, aus Versehen. Also ich will jetzt hier niemanden irgendwie beleidigen oder so, ne? Also das dürft ihr jetzt so nicht auffassen. Aber es ist doch traurig. Es ist doch ganz, ganz traurig. Also ich stelle mir vor, wenn das jemand in meiner Familie wäre, ich wüsste gar nicht, wie ich reagieren soll. Ich meine, bei mir wissen ja eigentlich alle Bescheid und ich habe euch ja schon mehrfach erzählt. Meine Mutter meldet sich trotzdem gerne falsch bei Facebook an. Oder zumindest, ja, nutzt überall diesen Facebook-Login-Link und verteilt überall ihre Daten und wundert sich denn, warum denn wieder komische Chinesen auf ihrem Handy anrufen. Ja, es ist halt so, wenn man eben nicht auf seine Daten aufpasst, dann passiert genau sowas. Das rufen solche Leute an. Und wenn man jetzt noch unachtsam ist und das vielleicht noch irgendwie, warum auch immer, noch für seriös befindet oder glaubhaft. Ja, ich meine, ein Grund kann da hier natürlich sein, dass man in Geldnot kommt. Und wer Geldnot hat, versucht natürlich den letzten Strohhalm zu ergreifen und zahlt dann hier vielleicht sein Geld ein. Tja, aber das Dramatische ist, dass es dann weg ist. Und gerade die Menschen, die vielleicht jetzt mehr Geld brauchen unbedingt und genau deswegen da mitmachen, dann vielleicht auch noch das letzte Geld verlieren, was sie hatten. Das ist schon erschütternd. Guten Tag. Na, wenn du nicht reden willst. Ja, hallo, schönen guten Tag. Spreche ich mit Herrn Roschmann? Hallo. Ja. Ja, das war dann mal wieder eins von den ganz kurzen Gesprächen. Habe ich euch gleich noch eins mit dran gepackt. Was willst du denn? Ja, hallo, schönen guten Tag. Hören Sie mich jetzt besser? Ich war ja gerade eben schon in Ordnung. Also es war die gleiche Tante wie von gerade eben. Nur, dass sie einfach aufgelegt hatte und das jetzt hier bestätigt und dann nochmal anruft, um dann wieder einfach aufzulegen und nicht wirklich einen Sinn ins Gespräch zu bringen. Also ich meine, die hat ja jetzt mich wahrscheinlich im ersten Gespräch nicht verstanden. Aber kann ja passieren, technische Probleme. Ich meine, sind wir ja gewohnt von den ganzen, ja, sehr intelligenten Trading-Abzockern. Aber das ist schon besonders doof, dass er das zweite Mal dann, ja, mich versteht und dann aber trotzdem einfach auflegt. Tja, naja, ich habe euch noch ein Gespräch mitgebracht. Ja? Schönen guten Tag, Paolo Reis, Pegasus Consults. Darf ich fragen, spreche ich bitte schön mit Herrn Zock? Ja. Oder bin ich bei Ihnen verkehrt? Hallo? Fragen Sie die Leute immer, ob sie verkehrt sind? Ja, genau. Ob ich bei Ihnen richtig bin oder nicht. Das wollte ich fragen. Aha. Sind Sie der Herzog? Ja. Okay, super. Nur kurze Frage, Herzog. Ihr Name ist auf meiner Liste mit Klienten, die online betrogen waren. Klienten hilft mit Rückerstattung des Geldes. What the fuck, man? Laughing? I hope you lost at least 100k. Also wirklich, also ich finde es teilweise wirklich schon so lustig. Die rufen an und sagen, ich wurde betrogen. Das wissen wir, also uns ist es klar.
Ja, er weiß halt nur nicht, wo er gelandet ist. Auf einer Leitung, wo hier schon 1000 Gespräche angenommen wurden und viele 1000 es probiert haben, mit mir zu sprechen. Und angeblich möchte man mir helfen, mein Geld wiederzubekommen, was ich durch einen Betrug verloren habe. Ja, die Masche, die taucht in letzter Zeit tatsächlich auch öfters auf. Also der Trading-Betrug hat sich gerade in letzter Zeit ein kleines bisschen gewandelt. Das heißt, der normale Trading-Betrug macht noch weiter, aber danach rufen jetzt auch immer noch welche an, die dann, das verlorene Geld für euch wiederholen wollen. Also muss man sich nicht mal jetzt die Mühe machen und bei Google auf diese Anzeigen reinfallen mit den angeblichen Anwälten, die euch dabei helfen wollen, euer verlorenes Geld wiederzubekommen. Jetzt rufen die schon einfach direkt selbst an. Tja, mit verschiedenen Skripten und verschiedenen Methoden, aber am Ende ist es ja doch wieder nur noch ein Betrug. Und hier muss man sogar doppelt aufpassen, denn wer das erste Mal schon eingezahlt hat, ich gehe mal ganz stark davon aus, 50% von denen, die da ihr Geld versenkt haben, werden es jetzt wieder tun. Beziehungsweise, diese Methode ist nicht nur unbedingt auf euer Geld jetzt abgesehen, sondern hier geht's auch um Datendiebstahl. Hier haben wir natürlich schon mal ein Video gemacht beim Florian Dahlweg auf dem Kanal. Findet ihr in dem unter dem Community-Tab einen etwas älteren Beitrag, wo ich ein Kooperationsvideo gemacht habe. Da wird ganz genau gezeigt, wie der Betrug mit Anydesk abläuft. Also der hier, der wollte sich garantiert jetzt noch im Verlauf des Gespräches, ich habe es ja abgebrochen durch das Lachen, aber der wollte sich sicherlich noch mit einer Bildschirmübertragung auf meinen Computer verbinden, also mit einer Remote-Desktop-Verbindung, um dann zu sehen, was ich auf dem PC tue. Um mir dann höchstwahrscheinlich einen Trojaner zu installieren, damit er auch meinen Rechner übernehmen kann, wenn ich mal, nicht mehr Anydesk drauf habe. Das heißt, dass er eigentlich immer meinen Computer steuern kann und Daten klauen kann, wie zum Beispiel Passwörter von meiner Bank oder irgendwelche Bestellcodes, Bestätigungscodes über die E-Mail-Adressen. Wenn man Zugang zu eurem PC hat, hat man eventuell auch Zugang zu all euren Passwörtern, wenn der Passwortmanager da ziemlich offen auf eurem Computer rumliegt und ihr nicht irgendeinen Teil mit USB-Dongle habt, wo man jedes Mal einen USB-Stick reinschieben muss oder einen Fingerabdruck drauflegen. Es ist furchtbar. Ich hoffe, euch hat das Video wieder gefallen. Wenn ja, dann zeigt es mir gerne mit einem Daumen nach oben. Abonniert gerne den Kanal, wenn ihr keine weiteren Videos mehr verpassen wollt, am besten gleich mit Klingelglöckchen, denn dann gibt's auch immer eine kleine Information für euch, wenn ein neues Video draußen ist. Die Welt ist böse, passt auf euch auf, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.